Freunde, was geht ab, Leute? Hong hier. Aufmerksame Zuschauer werden erkennen, dass ich hier schon mal war. Das war der Start der Triggerwoche, wo ich jeden Trigger in München mitgemacht habe. Auf der leidenden Jagd nach der X-Ray-Einladung und nach dem Mewtwo beim ersten. Heute übrigens wieder Einladungen. Sonntag immer zwei Tage vor dem nächsten X-Ray. Der nächste X-Ray ist am Dienstag. Ich habe eine Einladung, kann aber leider nicht mitmachen. Was dann passiert, wenn man nicht mitmacht, das seht ihr dann am Dienstag in dem Video. Auf jeden Fall treffe ich mich jetzt mit ein paar Jungs, den alten TPT, Yu-Gi-Oh! Jungs, Tati mit dabei, möglicherweise Alex. Er war gestern Nacht weg, ich weiß nicht, ob er schon wach ist. Und mal schauen, was so geht. Und ansonsten saftiges Essen mit den Jungs. Mein Gott, Leute, das ist Chong Banks. Scale up. Wie geht's so? Scale up, meine Freunde, Alter. Chong Banks wieder back in action, Alter. Scale up. Scale up, Mann. Oh mein Gott, ich hab den Channel abonniert. Ein Fan haben wir hier. Ein Fan. Geht. Nicht halt Sie. Doch, Mann. So, ist die Auswahl. Wo kommen die anderen überhaupt noch? Kein Scheiß kommen die, Mann. Ich denke, Alex ist tot, Alter. Er war gestern Crowns. Wo weißt du das? Ich war gestern auch Crowns. Bist du hässlich? Deswegen hat das ja gesagt, oder? Deswegen habe ich ja gesagt. Gut, darf man das zeigen oder ist das geheim, dass du Crowns warst? Nee, kannst du zeigen. Oh mein Gott. Man weiß nie, hä? Ich war mit Laura. Aber echt nie, oder? Echt, war Laura auch? Ja, dann ist okay. Dann ist okay. 20. EM. Ja, okay, auf geht's. Alter, Pablo, was geht, Mann? Was geht ab? Pablo, was geht ab, Mann? Was geht ab? TBT reunited, Mann. Das ist Mann. Pommes. Danke. Bitte schön. Soßen. Echt saftig rauskommt. Und Schweinbraten kommt auch gleich. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Schon echt saftig raus. Ich hab gesagt, das ist saftig, Mann. Ich hab mich auch so, weiß ich nicht. Oh mein Gott, ich hab gerade mit Reis, soll richtig krass sein. Ja. Alles mit Reis ist krass. Sozusagen, dann gewinnst du. Spielst ja noch andere Zahlen mit, damit du immer ja, ja. Also keinen krassen hohen Gewinn machst, aber halt immer einen Gewinn machst. Genau, und irgendwann hast du ja Chips vor dir und dann spielst du nicht mehr 1 Euro, sondern spielst 2 Euro. Und dann irgendwann gewinnst du halt irgendwann. Du hast ja N4 gewonnen. So spielen halt alle anderen auch. Deswegen setzen immer so ein. Chongs Weisheiten. Demnächst. Chong at Casino Friends. Neuer Channel. Chong at Casino Friends. Oh mein Gott. Ich habe aber letztens echt so einen Casino-Channel entdeckt. Der macht echt alles rund um Zocken. Ja, ist geil. So für 1000 Euro hat er sich Rubbellose gekauft und so. Echt jetzt? Und dann so wie Booster Opening hat er die geöffnet. Oh mein Gott. Okay, ich hab's angeschaut, jetzt lustig war das. Das muss ich auch mal machen, Mann. Ja, Mann. Oder einfach so Rubbellose. Das wäre jetzt lustig. Die rubbeln so, ich gewinne so am Schluss gar nichts. Also, ich hatte Spaß. So, das war's mit dem Essen, mit den Jungs. Kurz und knapp. Shoutout an die Jungs, Shoutout an die alten TBT Yu-Gi-Oh! Zeiten. War echt cool, die mal wiederzusehen. Aber es kam heute Abend gerade eben die nächsten X-Ray-Einladungen. Und es waren wieder viele am Start, die keine Einladung bekommen haben. Deswegen wollte ich heute nochmal ein kurzes, knappes, kompaktes Video dazu machen, wie man eigentlich eine Einladung bekommt. Und dann sollte eigentlich jeder eine X-Ray-Einladung bekommen. Also zuerst mal, wer kann alles eine Einladung bekommen? Eigentlich jeder, der raiden kann. Und raiden kann man, glaube ich, ab Level 5. Sobald man eine Arena betreten kann und sein Team auswählen kann. Man muss, glaube ich, kein Team auswählen zum raiden. Aber weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, sobald man raiden kann, kann man eine Einladung bekommen. Das heißt, das Level ist egal. Manche wundern sich, dass sie mit einem niedrigen Level bereits eine Einladung bekommen haben. Und manche regen sich auf, weil sie mit einem hohen Level noch keine Einladung bekommen haben. Aber die Level sind vollkommen egal. Früher hat man gemunkelt, was eher nicht so, bevor Niantic das System verbessert hat. Weil momentan ist es eigentlich immer noch nicht perfekt. Aber früher war es echt so, dass irgendwie kleinere Accounts bevorzugt wurden im Vergleich zu höheren, aber man hatte keine Beweise, das war nur so ein Gefühl und Theorie. Aber im Grunde genommen sind alle Level egal, jeder kann eine Einladung bekommen. Zweiter Punkt, wie kann man eine Einladung bekommen? Und zwar, man muss an der Arena zu einem bestimmten Zeitpunkt geradet haben. Zu dem Zeitpunkt kommen wir noch. Es gab mal einen Fall, das war übrigens meine zweite Einladung, das war dieser Fehler von Niantic,
wo es gereicht hat, indem man nur an einer Arena gedreht hat. Aber das funktioniert nicht mehr, das war nur ein Fehler. Man muss an der Arena einen Raid gemacht haben. So, nächster Punkt. Wann muss man dort geradet haben? Und zwar innerhalb der letzten 7 Tage. Man kann sogar bis ein paar Minuten davor ein Raid machen und sogar noch eine Einladung bekommen. Also ich habe meinen Raid heute Morgen gemacht und habe heute Abend die Einladung dazu bekommen. Bei X-Raid-Arenen, die eine Einladung haben, kann kein Raid kommen. Das heißt, sobald der X-Raid stattfindet, danach kommen erst wieder Raids. Und sobald der erste Raid drauf ist, zählt der schon für die nächste Einladung. Und wie gesagt, bis kurz davor. Dementsprechend gibt es so eine Theorie. Nicht neu, aber es gibt eine Theorie. Und zwar, wenn eine X-Raid-Arena, die X-Raid-Pässe kommen immer zwischen 19:40 und 20 Uhr. Und wenn jetzt eine X-Raid-Arena um diese Zeit immer noch einen Raid hat, dann kann die keine Pässe verteilen. Dementsprechend könnt ihr schauen, welche Arena vielleicht keinen Pass austeilen wird. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, welche Arenen überhaupt Pässe austeilen können. Nicht alle Arenen sind X-Raid-Arenen und können X-Raid-Einladungen austeilen. Dementsprechend, ich habe auch sehr viele Kommentare gelesen, dass die Leute so viel raiden, aber nie einen Pass bekommen. Das kann sein, dass die einfach an den falschen Arenen raiden. Oder es gibt noch einen anderen Grund, aber dazu kommen wir noch. Aber momentan können nur Park-Arenen und gesponserte Arenen X-Raid-Arenen sein. Und es gibt auch so ein paar Ausnahmen mit Monumenten oder so. Irgendwelche Denkmäler. Also gesponserte Park-Arenen und so Denkmäler. Aber die sind echt selten. Dazu habe ich die erste Seite für euch. Und zwar ist das Overpass Turbo. Da könnt ihr nachschauen, wie die einzelnen Sachen in OpenStreetMaps gekennzeichnet sind und ob die dann die richtigen Tags haben, die richtige Kennzeichnung, um als X-Raid-Arena zu gelten. Ich habe das mal hier für mein Gebiet gescannt und natürlich alle X-Raid-Arenen passen dazu. Wir wissen, Niantic arbeitet da mit OpenStreetMaps sehr nah, sehr eng zusammen und verwendet da viele Infos. Deswegen könnt ihr da einfach nachschauen und dann seht ihr auch, ob ihr an der falschen Arena raidet. Und falls die Arena aber eine X-Raid-Arena ist, alles stimmt, und ihr trotzdem dort keinen X-Raid auslösen könnt, dann hat das einen anderen Grund. Aber dazu kommen wir noch, wie gesagt. So, wenn ihr herausgefunden habt, ob eure Arenen X-Raid-Arenen sind, dann müsst ihr die Zellen abchecken. Erstmal Shoutout an FarqualX aus Discord und Not a Bad Guy. Die kümmern sich zum Beispiel um... Moment, wo ist das? Das hier. Das zeige ich euch gleich noch. Auf jeden Fall hat er mir ein paar Infos gegeben, die Links nochmal geschickt. Also, es gibt diese berühmt-berüchtigten S2-Zellen. Was das genau ist eigentlich vollkommen irrelevant. Ihr müsst nur wissen, das ist so eine Maßeinheit. Und damit teilt man halt eben die Gebiete auf, in verschiedene Größen. Und bei S2-Zellen, der größte 12, das müsst ihr hier eingeben. Das ist der nächste Link, unser Region-Cover. Link ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr eure Gebiete einteilen und dann seht ihr die Zellen, wie groß die sind. Also Niantic verwendet diese Felder, diese Maßeinheit, um ihre Sachen zu verteilen. Zum Beispiel bei bestimmten Zellen, die etwas kleiner sind, verwenden die diese Zellen, um zum Beispiel die Stops und Arenen zu platzieren und zu entscheiden, ob das jetzt eine Arena wird oder nicht. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Damit werden auch zum Beispiel die Spawnpunkte entschieden und wo und wie regionale Spawn, natürlich bei viel größeren Einheiten. Und diese Server sind eben für die X-Raid-Arenen. Und zwar kann in einem dieser Felder jeweils pro Einladungswelle nur eine Einladung kommen. Das heißt, selbst wenn da zwei X-Raid-Arenen sind, was übrigens bei mir der Fall ist, bei einer Einladungswelle kann nur eine von diesen Arenen eine Einladung verteilen. Es gab Fälle, wo Niantic auch mal eine etwas kleinere Einheit genommen hat und dadurch möglich war, dass die, okay, in dem Fall nicht die zwei, aber zum Beispiel ein Parsing. Normalerweise sind die Arenen in einer Zelle, die gesponserten, und das Mahnmal zum Beispiel. Und es kann nur eine von diesen drei immer eine Einladung austeilen. Aber Niantic hatte auch mal, ich glaube, S13 Zellen zum Beispiel verwendet. Und die waren dann zufälligerweise so aufgeteilt, dass dann zwei dieser Arenen von diesen drei in verschiedenen Zellen waren. Und dadurch dann gleichzeitig bei einer Einladungswelle beide Arenen eine Einladung hatten. Aber ich glaube, in den meisten Fällen jetzt regelmäßig immer diese Zelle. Und warum erzähle ich euch das? Weil im Grunde genommen ist es eigentlich egal, solange eine von diesen zwei Arenen eine X-Raid-Einladung verteilt, ist doch eigentlich vollkommen egal, wie groß das Gebiet ist, wo dann der nächste X-Raid stattfinden kann. Und zwar erzähle ich euch das jetzt, weil nur weil das jetzt eine X-Raid-Arena ist und ihr dort geradet habt,
dass innerhalb der letzten 7 Tage ihr nicht unbedingt dort eine Einladung bekommt. Auch wenn ihr alles richtig gemacht habt, was ich bisher gesagt habe. Also, ihr habt jetzt bei diesem Overdrive, Overpass, Super Turbo, was auch immer, geschaut, dass es eine X-Rate Arena ist. Check. Ihr habt innerhalb der letzten 7 Tage dort geradet. Check. Wieso kommt jetzt keine Einladung dort? Und zwar haben wir jetzt diese Zelle. Und innerhalb dieses Gebietes und innerhalb dieser Woche muss diese Arena, wo ihr die Einladung bekommen wollt, in dem Fall muss es halt eine von den 2 sein bei mir, muss die aktivste Arena in dem Gebiet sein, in der Zelle. Genau deswegen gibt es in München nicht jede Woche in jeder Zelle eine Einladung. Manchmal gibt es mehr, manchmal gibt es weniger. Und die Leute fragen sich immer, hä, wieso ist diese Woche in dem Gebiet keine Einladung gekommen, obwohl getriggert wurde, obwohl an den richtigen Arenen eine Menge geradet wurde. Und der Grund ist, weil eine andere Arena in derselben Zelle einfach aktiver war, weil dort mehr geradet wurde. Das kann man ganz gut sehen in meinem Beispiel. Und zwar genau da, wo ich heute eine Einladung bekommen habe. Die Arena bekommt jede Woche eine Einladung. Und der Grund dafür ist, dass diese Arena, wo wir immer die Einladung bekommen, die meist beratete Arena in der Zelle ist. Die anderen Arenen in der Zelle sind so gut wie gar nicht aktiv. Das können wir hier ganz gut sehen. So, Pokemap Muck. Okay, muss mich mal kurz drehen. Also, wir haben hier Pokemap Muck. Und das ist die Arena, Gedenkstein. So, hier ist der Gedenkstein. In derselben Zelle ist diese Arena. Gemälde, da wird nie geradet. Obwohl das eigentlich noch in unserem Gebiet ist, aber die Leute gehen da nie hin. Kleingartenverein, dort wird ab und zu geradet. Also, das ist gefährlich. Da sollten wir eigentlich aufhören zu raiden, damit 100% da beim Gedenkstein immer ein X-Raid kommt. Weil ein, zwei Wochen hat er auch schon mal ausgesetzt. Wahrscheinlich, weil wir zu viel beim Kleingartenverein geradet haben. Und dann, in der Zelle sind dann noch, hier kann man es noch sehen, bis hier trennt diese Grünfläche. Und diese Grünfläche ist hier. Das heißt, diese 3 Arenen sind auch noch mit drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Arenen sind in der Zelle. Eine X-Rate Arena. Und von denen ist eine nur, die konkurrenzfähig ist, die ein bisschen beratet wird. Weil diese 3, diese 4 hier auf der Seite, auf der rechten, dort wird so gut wie gar nicht geratet. Und wie gesagt, hier oben, der auch gar nicht, also nur die 2. Dementsprechend hat der hier beinahe jede Woche ein X-Rate. Jetzt schauen wir uns mal die Zelle daneben an, also meine Zelle sozusagen, meine Home-Zelle. Da haben wir 2 X-Rate-Arenen. Und zwar den Klangdino, da hatte ich schon mal ein X-Rate. Und der Steinbrunnen, da habe ich jetzt am Dienstag ein und kann nicht hingehen. Die 2 konkurrieren miteinander. Also eigentlich ist es egal, solange einer von den 2 gewinnt, kommt eine Einladung. Problem ist, ihr seht das Gebiet, das ist unser normales Raid-Gebiet, wo wir halt immer raiden. Und da sind halt die ganzen Arenen dabei, wo wir halt immer raiden. Da sind die 2 mit dabei, da kommt immer ein Raid. Fake Aldi ist mit dabei. Fake Aldi müssen wir uns eh nochmal anschauen. Das ist die Arena, die immer bis nach 23 Uhr immer noch Raids hat. Also echt keine Ahnung wieso, echt mysteriös. Steinpferde ist mit dabei. Teamwork, also da. Das sind so die Hauptarenen, die in unserem Gebiet immer geradet werden. Und dementsprechend ist es halt ziemlich selten, dass Klangdino oder Steinbrunnen eine X-Rate-Einladung bekommt. Deswegen kommt in der Zelle sehr unregelmäßig und sehr zufällig nur die X-Rate-Einladung. Und beim Gedenkstein halt echt jede Woche. Das heißt für euch, selbst wenn ihr alles richtig gemacht habt, ihr müsst dafür sorgen, dass es die aktivste Arena in der Zelle ist. Dort, wo am meisten geradet wird. Es bringt halt nichts, wenn ihr die ganzen Schritte davor gemacht habt, die ich euch gesagt habe. Und das könnte das Problem von vielen Leuten sein, die bisher immer noch keine Einladung bekommen haben und mir immer schreiben, dass sie doch trotzdem so viel raiden und nie eine Einladung bekommen und sogar an den richtigen Arenen, weil eben ein anderer Arena aktiver ist in der Zelle. Das war's eigentlich mit dem ganzen Video. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Was muss man tun? Raiden. Wer kann alles mitmachen? Jeder, der raiden kann. Wann muss man raiden? Innerhalb der letzten 7 Tage. Man kann bis kurz davor noch raiden und immer noch eine Einladung bekommen. Man muss an einer X-Rate-Arena geradet haben. X-Rate-Arenen werden durch gesponsert
Parkarenen und Monumente, Denkmäler kennzeichnet. Diese drei können X-Ray-Arenen sein. Nachschauen kann man das Ganze auf, wie heißt er? Overpass oder so. Keine Ahnung. Link ist unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr nachschauen, ob eure Arena in eine der drei Kategorien fällt. Und dann zum Schluss müsst ihr noch schauen, dass die X-Ray-Arena die aktivste in der Zelle ist. Wenn das alles erfüllt wird, dann kommt dort eine X-Ray-Einladung. Und früher war es halt so, damals, wo Niantic das noch vollkommen vermasselt hat, dass ihr nur in die Auswahl kommt, in den Lostopf, und dann aus dem Lostopf nochmal gelost wird, wer alles eine Einladung bekommt. Jetzt ist es eigentlich so, dass jeder, der einen Raid gemacht hat, an einer Arena, die einen X-Ray-Pass verteilt, auch eine Einladung bekommt. Ein sehr schwieriges Thema. Ich hoffe, ich konnte alles nochmal kurz und knapp zusammenfassen und euch alles erklären und ihr habt alles verstanden. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr heute einen Pass bekommen habt oder ob ihr immer noch gar keinen Pass habt. Und wenn ihr immer noch keinen habt, dann hoffe ich, dass mein Video heute euch helfen wird. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist just Business.